Und damit auch, moin Leute, herzlich willkommen zu dem zweiten Part von Let's Build a Zoo. Im letzten Part haben wir diesen wunderbaren Zoo eröffnet und haben uns zum Ende hin von einem Schwarzmarkt irgendein Tier geholt, was diese Folge ankommen wird. Und währenddessen sollen wir aber noch eine Toilette bauen. Oh, das haben wir schon gemacht. Okay. Futterknappheit. Du hast nicht genug Futter, um deine Tiere zu füttern. Gehe zum Lagerraum und bestelle regelmäßig Futter, um dem Herr zu werden. Ohne Futter hungern Tiere und sterben vielleicht, was zu aufgebrachten Besuchern und leeren Gehegen führt. Achte auf das Hungersymbol, das von den deinen Tieren kommt. Und achte auf Benachrichtigungen. Alles klar. Lagerraum, ne? Ja. Lagerraum. Schnellbestellung. Kaufen. So. Jetzt haben wir nochmal eben was zum Fressen bestellt. Toiletten haben wir gebaut, aber hier ist noch irgendwas. Hunger. Wir hatten alles Hunger. Hier sind aber keine Hungersymbole. Von daher sollte das laufen. Also, ich muss ein Auge auf die Emissionen in dieser Region haben. Ich habe einen Vorschlag. Wieso erforsche ich nicht ein paar alternative Energiequellen? Energiepaket Windkraftanlage soll ich erforschen. Energiepaket Windkraft. Ich habe das echt lange nicht mehr gespielt, deswegen muss ich mich mal kurz hier. Energiepaket Windkraftanlage. Das hier. Dafür brauche ich noch ein paar Forschungspunkte. Alles klar. Wie sieht es denn sonst so hier aus? Oh, vielleicht kommt das Tier hier an. Dann warten wir noch einen kurzen Moment. Da bin ich schon sehr gespannt. Und wo bleibt der? Da ist der Hubschrauber. Ich glaube nicht, dass sie diese Tiere richtig füttern. Okay. Warum habe ich davon keinen Sound? Egal. Das ist ein Tier. Ach, wirklich. Eine Gaebra Dreamer. Gewicht 2 Kilometer. 2 Kilometer, genau. 2 Kilo. What the fuck? Okay. Also es hüpft gerne rum, das Viech auf jeden Fall. Ja gut. Bewässerung ist halt noch nicht gut. Ich muss mal einmal gucken, wie ich das... Ich muss ja erstmal wieder klarkommen. Wasser, 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 Wasser. Freizeitwasserpumpe. Warum kann ich hier keine bauen? Also doch, hier mitten auf dem Weg, aber das ist so doof. Da müsste... Ach ne, das Ticketbüro nimmt das ein. Den Platz. Dann machen wir das mal weg. Bauen hier... Das war bei Freizeit, warum auch immer. Bam. Und dann müsste ich jetzt bei Objekt hinzufügen, Wasser, mal sowas hier, bam, so, alles klar, das Tier hat jetzt auch Wasser, so viel Spaß Tiere zu beobachten, wenn sie mit Dingen spielen, ja, dann würde ich einmal hier schon mal alles vorbereiten für zukünftige Tiere, bedeutet, einmal ausbauen. So. Dann kommt hier noch überall Gras hin. So. Zack. Haben wir alles voller Gras hier. Und dann müssen wir mal gucken, ob wir noch irgendwas von dem Schwarzmarkthändler kriegen, ob wir Tiere paaren oder so weiter. Werden wir ja alles noch zur Folge erfahren. Ich denke auch nicht, dass dieses Projekt jetzt ein sonderlich großes Projekt wird. Es wird nur jetzt vor allen Dingen für die Sommerferien ein gutes Projekt sein, beziehungsweise auch für eine Zeit nach den Sommerferien. Ja. Denn Bau 3 Bank.
ja. Ja. Es wird ein gutes Übergangsprojekt für den Sommer, für die Sommerferien, weil ich in Urlaub fahre. 3 Wochen lang. Und ich in der Zeit kein Internet haben werde. Heißt, ich muss im Vorhinein vorproduzieren. Dann kann ich im Urlaub aber Vlogs machen dafür. Nur kann ich natürlich keine Gaming-Videos aufnehmen. Und vor allen Dingen, wenn ich jetzt nichts aufnehmen würde, ne? Und diese Let's Build a Zoo-Videos, die gehen halt verdammt nochmal schnell, weil ich aufnehme, Thumbnail festlege und fertig. So. Und solche anderen Videos wie Transport Fever oder vor allem Bus-Simulator sind solche aufwendigen Videos. Das ist echt unfassbar. Aber ich hoffe, das sieht man den Videos auch an. Weil ich da sehr viel Mühe reinstecke, beziehungsweise mein Bruder ja auch. Von daher. Bedeutet aber auch, dass ich dann im Moment ziemlich viel vorproduzieren muss. So. Wir haben jetzt hier ein Gehege. Und wir müssen Tiere bekommen. Wir haben eine Gans. Ich kann halt nirgendwo tauschen. Kann ich stand jetzt nirgendwo. Sydney Zoo. Nee, ich kann nur hier. Ja. Gut. Dann mache ich das jetzt mal so. Benutzen. Zack. Die kommen hier an. Alles klar. Und jetzt muss ich mal gucken. Decoration. Was gibt es denn hier alles? Zookarte. Natur. U-Bahn haben wir noch nicht freigeschaltet. Bauernhof. Ich glaube, ich erforsche auch mal Bauernhof. Ich sollte zuerst das hier erforschen. Tierstatuen. Stromabzapfen. Toilettenpaket. Auswilderungsstation. Recycling Center. U-Bahn-Paket. Okay. Da weiß man nicht, oder wie? Ich habe gar keine Forschungspunkte mehr. Okay. Der Zoo geht vom Netz. Eine Sprecherin des Zoos freute sich, eine Partnerschaft mit Windpower Inc. zum Bau von Ökostromanlagen in Zoo bekannt zu geben. Der örtliche Geschäftsführer des Kraftwerkskonzerns sagte, wir sind nicht damit einverstanden, dass Menschen ihren eigenen Strom erzeugen und nicht von uns kaufen. Das liegt daran, dass Führungskräfte wie ich jedes Jahr Millionen von Dollar verdienen, ohne viel zu tun, und dies bedroht meine dekadente Lebensweise. Sicher, wir erwärmen den Planeten, aber die Menschen lieben warmes Wetter. Der Zoo plant in naher Zukunft mit dem Bau eigener Stromgeneratoren zu beginnen. Also den Text, den finde ich ja schon mal geil, ne? So, das ist, von Prinzip her ist es ja so. Okay. Jetzt können wir die auch bauen, aber die Frage ist, wo? Da. Windturbine. Nicht genügend Moralpunkte zum Bauen. Moralpunkte. Okay, Moralbonus. Ja, wie kriegen wir das hin? Wir brauchen halt mehr Tiere, ne? Mach das mal weg hier, so. Wir kriegen auf jeden Fall schon mal gerade ein bisschen Geld. So, wie sieht's aus? Ein Pipi aus der Zuchtanstalt wurde ins Gehege gebracht. Sehr gut. Bereicherung. Du hast ein Gehege mit ungenügend Anreicherungsgegenständen platziert. Baue weitere bereichernde Gegenstände, mit denen Tiere spielen können. Okay, wo denn? Hier, in dem Gehege. Okay. Dann bekommst du ein Trampolin. Passt das irgendwo? Not really. Also, Natur entfernen. Objekte bearbeiten. Zerstören. Und zack. Objekte hinzufügen, Bereicherung. Und dann bekommt. Das macht eigentlich keinen Sinn. Ah, hier. Und hier.
Zack. Wieder einen Ball und ein Trampolin. Alles klar. Das sieht so weird aus, Junge. Was zum Teufel? Die ganze Madrid-Party. Ja gut. Halte 25 Tiere, Stand jetzt haben wir 11. Wir müssen also noch fleißig Tiere kaufen. Und dafür müssen wir fleißig Gehege bauen. Deswegen geht es auch direkt weiter. So. Hier. Und hier kommt auch noch eins. Nee, warte, wir machen das hier. Zack. Und das war hier. Und dann bauen wir hier nochmal einen Geschenkestand hin. Der kommt hier. Zack, einstellen. Und dann wird es auch schon wieder Nacht. Wir haben einen Gewinn von minus 23. Okay, ich habe aber auch viel gebaut. Parkbewertung zogen 42 Leute an. 18 Leute passt nicht in deine Busse. Wie kann ich das denn lösen, dieses Problem, wenn ich keinen Bus habe? Ich muss das irgendwie erforschen, gehe ich mal von aus. U-Bahn sind essentiell für größere Zonen und erlauben deinen Mitarbeitern und Besuchern schnell von einem Ort zum anderen zu kommen. Ja, ja, ja. Ist hier nirgendwo Transport? Doch, da. Ja, gut. Da kann ich aktuell nichts gegen tun, gegen dieses Busproblem. Allgemeinbindung. Ey, ich habe gesehen, dass ihr Gänse in eurem Zoo habt. Aber ihr wisst irgendwas noch Großartiges? Ein Pfau. Technisch gesehen ist das nur eine Gans, die farbig ist und einen schicken Kamm hat. Ich könnte den Kamm aus Pappmaché machen, das wäre toll. Ich übe an meinen Fähigkeiten und eure Besucher sehen noch exotischeren Vogel. Bemale und ziehe deine Gänse an, damit sie Betrugstiere bringen negative Moralpunkte. Ich brauche halt gerade positive Moralpunkte, deswegen. Ablehnen erstmal. Erstmal ablehnen. Es ist sehr billig, alles klar. Um $1 erhöhen. Wir machen das Ganze in Ruhe. Aha, da kommen unsere Tiere. Du hast 5 der Gans-Varianten entdeckt. Du kannst jetzt mit den Spleißen im Crisp-Splicer beginnen. Oh, okay. Irgendwas kann ich mit der DNA jetzt machen. Im Crisp. Okay. Wenn ich wüsste, was das ist. Ich brauche erstmal noch eine Toilette hier. Zack. Und einen Mülleimer. Was ist euer Problem? Haben die hier den Mülleimer weggemacht? Nö, da ist er. Okay. Alles gut, alles gut. Du hast nicht ausgegebene Forschungspunkte. Prozessor schaltet das dann hier. Okay. Schalter 6 weitere Pakete frei. Füge zusätzlich 2 zusätzliche Kammer im Crisp. Wo ist der. Was ist denn der Crisp Splice? Was ist das? Das mal sagen. Ah, lol. Ich habe sogar noch welche, die Spaß hatten. okay. Die brauchen hier noch Wasser. Fällt mir mal so auf. Objekt hinzufügen. Wasser. Wasserbecken. Zack.
Dann kaufe ich mal Futter. Bestell genug Futter. Du hast bereits alles, was du brauchst, in deinen Laberraum. Alles klar. Geh zur Forschungsstation. Ja. Was machen wir denn da mal? Ich sehe aber auch immer mehr jetzt hier, ne? Verbrennung? What the fuck? Machen wir Pflanzenpaketbüsche. Komm. Verbrennungsanlage, Junge. Noch extremer sollte es nicht werden, ne? Alles klar. Land kaufen. Nee, wollen wir noch nicht. Oder? Doch, wollen wir. Nein, wollen wir nicht. Das ist viel zu teuer. Da kommt ein schwarzer Bus. Warum sind die sauer? Ich dachte, der Eintritt wäre günstiger, aber so viel zahle ich nicht für einen. Der fuck you. Ganz tief. Das ist ein Verkäufer und das ist ein Protestierer. Du musst die wirklich. Tierbegegnung. Los! Wir sind auf 75. Okay. Ja, okay. Ja, die sind voll. Die werden voll aggro. Was ist denn bei denen? Komm mal runter. Haben die bereit? Die haben auch keine Bereicherung, okay. Ich wollte immer nur dasselbe. Das ist doch doof. Oh. Objekte bearbeiten. Objekte bearbeiten! Willst du mich verarschen? Ey! Ey, ich bin gerade hier drauf gegangen. Bin da drauf gegangen und es hat funktioniert. Jetzt. Alter. Ey, jetzt werde ich langsam sauer. Bereicherung. Willst du mich verarschen? Du Spacko. Ey, wie habe ich das denn gemacht? Jetzt. Ich bin jetzt nicht fertig, ey. Ja, ich glaube, das. Ich klappe dieses Gehege gleich zusammen, wenn ich das jetzt nicht. Warum pausiert ja ständig das Spiel? Mann. Ich will doch nur. Das wollte ich. Aber jetzt möchte ich auch noch dieses verfickte Trampolin. Oh, Alter. Ich bin hier doch gerade drauf gegangen. Nicht Tom wegen. Wie habe ich es denn hier gemacht? Objekt hinzufügen. Ja, willst du mich verarschen? Dann leck mich doch, Alter. Was ist denn mit denen, Alter? Holzunterkunft. Das können sie kriegen. So, Holzunterkunft. Ein kleiner Ball. Ein Trampolin. Ach, Alter. Das ist immer schlimmer. Ja, wie kriege ich dieses dreckige Problem gelöst? Da sind jetzt zwei Trampoline und ich möchte nur eins.
ich kann das zerstören. Warum kann ich alles zerstören? Nur dieses Trampolin nicht. Real Talk, was ist das denn für eine Scheiße? Ich mach mich jetzt nicht fertig, ey. Heute ist eine neue Tiervariante im Gehege verfügbar. Halt dein Maul. Alter. Tiere. Toll. Objekte anschauen. Der Ticketpreis ist so günstig. Sicher ist das ein Fehler. Ja. Finde ich auch. Zack. Alter. Instant übertreiben mit den Tickets. Ey, sind die schon wieder am Protestieren oder was ist das? Die ist auf 100, du Idiot. So, seid ihr zufrieden, ihr Wichser? Raus! Aus meinem Zoo! Bam! Alter. Oh, die haben schon wieder Hunger. Ich wollte gerade kaufen. Schnellbestellung. Wie kann der Hunger haben, wenn ich alles angeblich habe? Oder muss ich nur eine Essensstation machen? Könnte ich mir schon vorstellen. Die haben das doch auch nicht, oder? Der hat einen gekackt, Digga. Ah, Tierpfleger müssen die Einrichtung und die Dekoration bereichern, können irgendwie blockieren. Ja, ja, ja. Wo denn? Wo denn? Ich sehe nicht wo. Wo kommst du nicht rein? Kann hier wahr sein? Irgendwie, was? Da war was mit Schwarzmarkt. Och, scheiße. Ich glaube, ich muss öfter mal auf die Leute drücken, die in meinem Zoo sind. Mein Zoo schließt jetzt auch gleich schon wieder. Schon so früh immer verlassen wird. Wie kannst du Hunger haben? Essensversorgung. Da steht es doch. Sehr überfüttert. Fütterung. Ich verstehe es nicht, was sein Problem ist. Die kriegen was. Die kriegen eindeutig was. Ändere die Ernährung des Tieres, um die Ernährung zu verbessern oder die Kosten zu senken. So. Bam.
zufrieden jetzt. Lagerraum. Schnellbestellung. Kaufen. So, jetzt habe ich auch Futter gekauft. Der liegt ja völlig geisteskrank da. Spendeneinschläfern. Ja, gut. Du hast Empfängnisverhütung für einige Tiere in diesem Gehege eingeschaltet, die trächtig sind. Möchtest du existierende Babys abtreiben? Empfängnisverhütung wird immer noch eingeschaltet sein, nachdem sie... Nein. Warum... Was ist dein Problem? Wie habe ich das gerade gemacht? Wie habe ich das gerade gemacht? Wie? Ich will keine Tiere. Warum kriege ich immer nur dieselben? Wie habe ich das gerade gemacht? Alter. Warum kann ich alles so einfach kaputt machen? Nur diese scheiß Trampolin nicht. Was ist das denn? Was eine dumme Scheiße. Von der Jagd bis zum Verlust von Lebensräumen standen die Menschenaffen schon immer unter dem Druck der Menschheit. Und heute wurde der letzte wilde Gorilla, ein Männchen namens Bubble, leider beigesetzt. Wodurch Gorillas in freier Wildbahn ausgestorben sind. Ein Experte der Global Zookeeper Society machte Hoffnung. Obwohl diese majestätischen Tiere nicht mehr in freier Wildbahn sind, können wir sie jedoch dennoch wiederbeleben. Durch gezielte Zuchtprogramme in Zoos können wir diese Tiere wieder auswildern. Die Wiederherstellung der natürlichen Ordnung der Dinge kann dazu beitragen, den endlosen Krieg der Menschheit gegen die natürliche Welt zu korrigieren. Die Hoffnung ist nicht ganz verloren, da die Möglichkeit einer Wiederbelebung ausgeht. Blablabla. Alter. Darauf erstmal husten. Ich hol mir mal kurz was zu trinken. Ich bin sofort wieder da. Und ich lasse es mal kurz laufen. So, jetzt kann es weitergehen. Waldbrand, eine brennende Sorge. Es gab ein riesiges Feuer im nahen Wald. Wir brauchen wirklich deine Hilfe. Kannst du an uns spenden, damit wir so viele Tiere wie möglich retten können? Noch etwas. Du wirst dich um sie in deinem Zoo kümmern müssen. Kann ich sehr gerne machen. Bam. Wenn ich mich bewegen könnte. Da. Benutzen. Bam. Da kommen jetzt schon wieder neue Tiere. Nice. Und ich krieg sogar noch moralische Punkte, das heißt, ich kann jetzt, ja, das kann ich jetzt bauen. Zack. Nice one. Ich habe sogar ein neues Tier, ein Wasserschwein. Geil. Alles klar, Objekt hinzufügen, Bereicherung, kleiner Ball. Trampolin. Zack. Dann haben die jetzt erstmal das Nötigste. Manche Tiere bekommen nicht genug Nahrung. Ich habe genug Nahrung gekauft. Ich kann keine Nahrung kaufen. Ich verstehe nicht, was die haben. Ich kann keine Nahrung kaufen. Ich kann es nicht, weil ich alles habe. Es ist alles da. Ich verstehe nicht, wie die sich beschweren können. Ich raste gleich aus. So, und ich brauche einen neuen Parkangestellten. Und zwar einen Tierpfleger. Ah, bam. So, jetzt suchen wir wieder nach neuen Parkpflegern.
Und am besten auch noch Leute, die die Tiere füttern. Ich verstehe nicht, warum. Ich drücke nichts. Ich drücke nichts. Und ich bräuchte noch... Es gibt nicht eine... ich bin gerade lost. Ich suche auch noch einen Hausmeister. Zack. So. Was man aber... Alter, ich raste gleich so aus. Was man auf jeden Fall bauen müsste, ist auf jeden Fall noch einen grünen Eimer. So. Zack. Nice. Sieht voll süß aus. Wollt ihr mich heute verarschen? Was habe ich euch getan? Was habe ich euch getan? Wirklich. Ich habe hier nichts... Das habe ich nie platziert. Das habe ich nie platziert. Was ist das überhaupt? Wenn dieses Dreckspiel nicht gleich das macht... Alter. Wirklich, Leute. Rage in einem Uncut-Video ist nochmal was anderes. Zerstören. Bist du jetzt zufrieden, Mann? Mach mich nicht sauer. Ey! So. Wir brauchen noch ein bisschen Deko. Dekoration. Wo ist Dekoration? Dekoration? Da. Das ist keine coole Dekoration. Perfekt. Warum habe ich... Ach. Warum ist das so komisch gemacht? Dekorieren. Felsen, Felsen, Felsen. Großer Baum, großer Baum, großer Baum. Dann kümmern wir uns einmal um die Bewerber. Oha. Oh. Scheiße. Hallo, ich arbeite für die Bank und bin hier, um sie zu retten. Wir geben nur Kredite für bestimmte Dinge und manchmal haben sie keine andere Wahl, als einen aufzunehmen. Wenn sie sich beispielsweise eine Geldstrafe nicht leisten können oder ihre Mitarbeiter nicht bezahlen können, müssen sie einen Kredit aufnehmen. Aber bei der Entscheidung, welche Abfindungspakete gewährt werden sollen oder ob bestimmte Gelegenheiten genutzt werden sollen oder nicht, sind Darlehen verfügbar und optional. Es gibt kein festes Datum für die Rückzahlung der Schulden, aber eine Zahlung von 10% ihres aktuellen Bankguthabens wird automatisch am Ende jeder Woche wieder eingezogen, bis das Darlehen zurückgezahlt ist. Habe ich so verkackt oder was? Ich habe viel zu viel ausgegeben. Muss ich jetzt einnehmen? Das ist meiner Meinung nach asozial. Ja. Alter. Ja gut, ich glaube, wir sollten das Spiel auch zwischendurch mal einfach laufen lassen. Ansehen. Wir nehmen ihn hier. Stellen ihn hinein. Ja. Und... Wir haben ja noch eine Aktion, und zwar beim Hausmeister ansehen. Ja. Ja. Zack. Alter, was geht denn hier ab heute, Junge? Wir von der Monsanto Corporation wollen die Pläne für einen CRISP-Splicer spenden. Seit der Entdeckung von CRISP ist es dir möglich, Tiere zu erschaffen, indem du buchstäblich ihre DNA bearbeitest. Willst du einen Huppidi oder einen Schweffen? Wenn du das Genom eines Tieres kartierst, in dem du mindestens 5 Varianten eines Tiertyps findest oder züchtest, kannst du deine eigenen Tiere erstellen. Wir werden deine Forschung für die nächsten 100 Arten mit 15... Alter, jetzt deine Blaupausen. Wir geben dir heute 1000 als Startkapital, um dich in Schwung zu bringen. Alter, jetzt deine... Wir werden deine für die nächsten... Also jetzt geht's voran mit diesem DNA-Teil. Das finde ich so, das finde ich schon interessant. Viele Wissenschaftler haben ihre Köpfe zusammengesteckt und eine bahnbrechende Technologie entwickelt, die das Unmögliche möglich macht, Tierköpfe und Körper zu übertragen, um sie zusammenzufügen.
Bei den Interviews waren die Mitarbeiter und das Management sehr verschwiegen, was den Prozess anbelangt. Aber sie behaupten, dass es nichts Illegales ist. Einige Leute machen sich Sorgen darüber, was dies für die Zukunft bedeutet und welche ethischen Probleme dabei auftreten können. Für andere ist dies ein großer Fortschritt für die Wissenschaft, der den Zoo und die Menschheit hoffentlich zu größeren Höhen führen wird. Es ist nicht bekannt, wann der Zoo beabsichtigt, diese gesamte Anlage zu bauen und mit dem Tierspleißen zu beginnen. Bebilderte Anleitung zum Speisen von Kaninchen und was zum Teufel. Junge, wie das aussieht mit der Giraffe und dem Elefantenkopf. Okay, Crisp-Spleißgebäude. Wie kann ich das, kann ich das dann bauen? Also, wo ist das? Da ist es. Bam. Bam. Das ist jetzt richtig teuer. Ah, ich bin gespannt. Crisps. Wähle ein DNA-Paar. Okay. Klonetier. Was zum Teufel? Wie teuer das ist. Okay. Ich bin gespannt, wie das noch so weiterläuft. Wir haben 17 Forschungspunkte. Die würde ich jetzt mal für die U-Bahn. Und für Schutzpaket. Und das auch noch. Und jetzt haben wir nichts mehr. Cool. Alles klar. In den Untergrund. Da der Zoo immer beliebter wird, hat die Geschäftsführung in die Entwicklung eines unterirdischen Hochgeschwindigkeitsverkehrsnetzes investiert. Und ist nun bereit, mit dem Bau zu beginnen. Durch den Bau von U-Bahnen können die Unterstützer des Zoos das gesamte Gelände im Handumdrehen erreichen. Elon Bezos. Okay. Sagte dies über die neue Technologie. Wir haben eine neue Art des Transports erfunden, die wirklich schnell ist. Es ist großartig. Es könnte genauso gut Magie sein. Der Aktienwert seines Unternehmens stieg in Folge auf... Was? Um 968 Milliarden Prozent. Wissenschaftler auf der Konferenz erklären, wie die U-Bahn funktionieren. Alles klar. Die Aufgabe hier abgeschlossen. Ja. So. Ich möchte mal die U-Bahn angucken. Jetzt kann ich hier irgendwo eine U-Bahn hinbauen oder was? Yo! 2000 Tocken, Alter. Nee, lass es mal. So, dann gucke ich einmal nach den Parkangestellten. Tierpfleger. Der hat eine Zone, die ist hier. Um die er sich irgendwie nicht kümmert. Das ist seine Zone. Oh, jetzt bin ich okay. Dann hier unten. Das ist seine Zone. Zack. Alles klar. Perfekt. Perfekt einfach. Perfekt. Egal ob ein Tier, wenn es ein Baby ist, ist es immer süß. Alles klar, Junge. Bilde ein Genom, in dem du alle 10 Tiervarianten erhältst. Wie soll ich das machen? Hallöchen, jetzt da du einen Crisp-Schleißer bauen kannst, ist der nächste Schritt festgelegte Genome. Ich bezahle dich, wenn du die Forschung teilst. Sammle einfach alle 10 Spezies-Varianten eines Tieres und das Genom wird automatisch von deinen Forschern festgelegt. Es ist egal, wo du die Tiere bekommst, solange du sie bekommst. Das sage ich dazu. Ich würde aber sagen, das, meine lieben Freunde, machen wir beim nächsten Mal. Ich finde, das sieht alles ganz gut aus. Und ich würde sagen, unser Zoo entwickelt sich nach und nach. Wir werden in der nächsten Folge auf jeden Fall mal weitermachen und gucken, was mit den DNA, mit der DNA passiert, beziehungsweise mit dieser Genomspleißung oder wie das so heißt. Werden wir alles in der nächsten Folge sehen.
Ich würde sagen, bis dahin, macht's gut und ciao. Ich würde aber sagen, vorher lassen wir noch den Tag zu Ende gehen, damit das Spiel schön gespeichert wird. Also einen Moment wieder noch warten. Die haben schon wieder Hunger, machen wir in der nächsten Folge, weil jetzt habe ich da keinen Nerv mehr für. Sonst kriege ich hier noch Aggressionen. Das Spiel ist gespeichert. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.